Miriam, du musst auf jeden Fall mit deinem Freund darüber reden. Du kannst es nicht allein entscheiden. Ich weiß, Martina. Ich werde das auch machen. Du musst unbedingt mit ihm reden, Miriam. Und am Ende freut er sich vielleicht sogar auf das Baby. Hm? Was meinst du? Was ist denn los, mein kleiner Schatz? Hm? Ach, denn du die, warte mal. Ich schau mal, wo ich es hingetan habe. Oh je, Demon, jetzt habe ich das Dutti zu Hause auf dem Tisch liegen lassen. Oh Mensch, Hannes, was ist denn heute mit dir los? Du bist überhaupt nicht mit den Gedanken beim Fußball. Du bist ja wo ganz anders. Sag bloß, du bist in Lena verliebt. Ja und, die Lena ist ja auch die hübscheste von der ganzen Schule. Und ihr habt überhaupt keine Ahnung, ihr seid voll gemein. So, und damit ihr es jetzt ganz genau wisst, gehe ich jetzt zu ihr rüber und frage sie, ob sie mit mir Eis essen geht. Hannes ist verliebt, Hannes ist verliebt. Hoffentlich kommt der Hannes jetzt nicht zu mir. Du Lena, sag mal, findest du den Hannes toll? Wieso? So, ich gehe sie jetzt fragen, ob sie mit mir Eis essen möchte. Du Lena, ich glaube, der Hannes kommt zu uns. Oh oh. Oh, ich kann den Typen überhaupt nicht leiden. Der ist voll eingebildet. Du Lena? Ja, Hannes? Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, mit mir mal Eis essen zu gehen. Aber wir können auch gern ins Kino gehen, wenn dir das besser gefällt. Da muss ich erst meine Mama fragen. Okay, Lena, dann kannst du mir ja morgen in der Schule Bescheid sagen, ob du mit mir ins Kino gehen darfst. Boah, jetzt wird er mit der Lena auch noch ins Kino gehen. Was denkt er eigentlich, wer er ist? Magst du den Hannes nicht? Nee, der ist voll eingebildet und er denkt echt, der ist der Schönste und der Coolste von der ganzen Schule. Ich finde den Hannes toll. Miriam, wir müssen, wenn was ist, ruf einfach an oder komm vorbei, okay? Lena, kommst du bitte, wir wollen nach Hause. Hoffentlich darf ich mit Hannes ins Kino. Ja, Mama, ich komme. Also Miriam, wenn was ist, du weißt Bescheid, ne? Anrufen oder vorbeikommen, okay? Also dann tschüss. Ja, danke dir nochmal, Martina. Tschüss. Hallo Wolfruhm, und was hast du so Schönes gemacht? Ich habe gerade gelesen, ab 1.4. soll es bei uns hier einen neuen Linienbus geben. Das ist richtig genial und die haben sogar vor, bei uns vorm Hotel eine Haltestelle hinzubauen. Das ist klasse, Wolfruhm. Ich werde Demon jetzt erstmal fertig machen. Kannst du bitte die Pizza für die Kinder in den Ofen schieben? Ich möchte eine Salami-Pizza. Du möchtest eine Salami-Pizza, Sarah? Okay, dann mache ich dir eine warm. Da fällt herab ein Träumelein, schlaf, Kindlein, schlaf. Ach, das war ein richtig schöner Tag heute gewesen, Wolfram. Du hättest ruhig mitkommen können auf den Spielplatz. Wolfram, hast du nochmal mit dem Bauamt telefoniert? Also mir wurde jetzt am Telefon gesagt, in 2 Monaten ist der Supermarkt fertig. Ganze 2 Monate? Wollen wir uns das wirklich antun, Wolfram? Wir können doch ins Hotel gehen, da hätten wir unsere Ruhe. Ich weiß, Martina, aber Hotel ist nicht das gleiche wie zu Hause. Wie wäre es, wenn wir einfach irgendwo in die Berge hinfahren würden? Ah, Berge klingen gut, Wolfram. Aber das können wir doch morgen auch nochmal in Ruhe besprechen. Komm, lass uns jetzt schlafen. Ich bin total müde. Ja, ich komme, Demon. Was ist denn los, mein kleiner Schatz? Du hast bestimmt nur schlecht geträumt, Demon. Warte, ich mach dir deinen Mond an. Also dann, schlaf weiter, mein kleiner Prinz. Hoffentlich bekomme ich jetzt auch etwas Schlaf ab. Oh nein, das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Jetzt klaut er mir auch noch die Decke. Nicht schon wieder. Ich habe ja noch gar nicht richtig geschlafen. Typisch, Mann, schläft wie ein Stein. Mal schauen, was er diesmal hat.
Na komm, Mama wird dir gleich mal die Windel wechseln und dann kriegst du auch gleich noch deine Flasche. Oh, ich bin so müde. So, jetzt noch dein Bäuerchen und dann geht's wieder ab in die Haie. Ja, klasse gemacht, Schatzel. Ach, jetzt versuche ich aber auch noch etwas zu schlafen. Och nee, nie wirklich. Wolfram, wann fahren wir in die Berge? Hat dir das Video gefallen, dann abonniere doch kostenlos meinen Kanal, indem du auf das runde Bild in der Mitte klickst. Hier sind noch 3 Videos für dich. Viel Spaß beim Anschauen. Ciao.